Erstmal von meiner Seite. Schon wieder runter. Kommt er in seinen Zivilklamotten an? Das will ich mal sehen. Echt cool. Oh, warte. Wer bist du denn? Ja, das ist der hat echt kurze Haare. Oh Gott. Ey, ich will jetzt wissen, aber wenn die wenn Klamotten... sich umzieht, dass du mir anders ist. Wie das aussieht. Das Tattoo. Hat das Tattoo auch vorher auch schon gehabt? Totenkopf? Ich glaube nicht, ne. Ja. Doch hat er. Echt? Weil er dahinter noch diesen Zwerg hat auf dem Rücken. Ja. Das ist ja sie. Das ist sie, ja. Oh Gott, sieht die Scheiße aus. Ja, scheiß Job halt. So, Moment. Outfit wechseln in... Alter. Ja, hat er noch. Hat er noch die alten Haare. Ey, wie kannst du zaubern? Das geht doch gar nicht. So, jetzt wirst du das noch machen und dann wir aufhören hier. Outfit wechseln. Abendkleid. Novena Yang. Was für die Männerwelt. Ja, die große Männerwelt, ne? Warte. Sollst du für... Ach ja, genau. Für die Männerwelt. Naja, so viel gibt's da auch gar nicht zu entdecken. Ja, super. Egal. Also das war von meiner Seite mit Sims erstmal wieder. Und jetzt werden wir speichern. Und ja, komm schon, dann werden wir den Onionless spielen lassen. Mimi. Aber wir verschonen euch, den Haushalt zu wechseln, weil das dauert etwas. Ja, das stimmt, und beginnen dann die Aufnahme erneut. Bis ja. Dann. So, es geht jetzt einfach mal ganz spontan weiter mit Onion. Ja, vor allem mit Sims. Ich muss ja erstmal gucken, hier wird ganz neue Sachen entdeckt. Karriere startet in 17 Stunden. Bei ihr, sie ist arbeitslos, das wissen wir ja. Hausmutti. Ich denke mal, ja eben, Hausmutti, das ist eigentlich genau das richtige Stichwort, das hatte ich vorher auch schon vor. Als allererstes. Over-Alarmanlage. Wie viel Geld hast du noch? 1600. Ist nicht mehr so viel, ne? Ja, es geht. Ja. Besser, mehr als ich. Ist doch nicht schwer. Ah, hier, Panikmacher. Dahin. So, langsam steige ich doch durch die Steuerung. Durch? Ich dachte, die Katze wäre hier. Ist er auch. Oh ja. Bruder, Bekannte. Karriere-Fan. Er ist spitze. Ach ja, da war ja was. Sie ist im Moment arbeiten. Was denn? Fan. Ja, als Fan. Wow, geile Arbeit. Ja, ne? Yeah, ich finde die so toll. Könnt ihr eigentlich mal sagen, dass sie hart arbeiten soll? Da ist man aber schneller erschöpft, ne? Ja, ach, da bist du ja, Katze. Bedürfnisse, Energie, naja, heute lieber nicht mehr. Wobei, wie lange arbeitet sie denn eigentlich? Es ist 16.35 Uhr, es gibt bis 21 Uhr, er ist ja gerade angefangen, das lassen wir lieber. Was steht da? Ach du, okay. Bestimmt die beiden ist der Eck gewesen. Ja. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Dann kann sie ihm freundlich einblasen. Nee, warte mal. Nach Tag fragen? Naja. Über erneuerbare Energien reden. Wie war denn das bei ihm? Fähigkeiten, Inventar. Ey, er hat auch eine olle Karre. Er sieht, glaube ich, die olle Zitrone. Ja, er sieht die große Zitrone. Gelegenheiten. Ach, weißt du was? Wenn sie fertig ist mit Quatschen mit ihm, dann kann er ja eigentlich mal hier ein bisschen pumpen gehen. Extrem, wie war's? Extrem chillen. Ja. Dann können wir erst mal weiterlaufen lassen.
Ba du da. Da di du di da. Na, du ba. Ye Rube. Ja, war, ne? Gasnisch. Larso. Glorkus, Ach ja, kannst du deren Stimme noch nachmachen? Sat. Jelba. Das war bei Zanzara. Ach ja, genau. Geht die nochmal? Der Gerät. Nee, so war das nicht. Das war die der Gerätstimme. Ja? Also in Zara, ja. Hat damit angefangen und ist dann ausgeartet in Yamai. Wird extrem gewichtig gestimmt, ja. Ja, also Zara kommt ja auch dann nächste Mal. Da sind wir ja erst bei Part 5 oder 6. Jetzt will sie ein neues Objekt prüfen. Das ist gut. Das gefällt mir. Boah, komm, Steuerung darfst nicht zurecht, ey. Das ist schlimm. WTF, ist er da halt nackt? Gewöhnungsbedürftig. Das geht. Fähigkeit Athletik, so eben Level 2. Das ist für Bullen, glaube ich, gar nicht verkehrt. Genau, du kannst mal kochen. Abendessen servieren. Geht nicht. Abendessen. Ey, geh weg. So. Dann müsstest du tatsächlich mal einkaufen gehen. So, wie geht das denn? Zum Laden hinfahren, beziehungsweise wo gehen. Wo ist denn der Laden? Wie komm ich auf diese... M. Da ist die Karte. Ah ja, die meinte ich genau. So, wenn ich jetzt wüsste, wo der Laden ist, da ist Polizei. Da ist Bistro zum kleinen Korsen. Da kann man aber nur essen. Und, na, das lassen wir Drinks holen, aber Drinks ist ja kein Essen. Kann man hier Lebensmittel einkaufen, das ist perfekt. Das macht sie jetzt mal. Und dann macht sie mal was zu essen. Aber das kann ich wohl erst... Ja, genau. Das macht sie dann. Kann ich sogar jetzt schon auswählen. Wunderbar. Auf ins Gefecht, Hella. Hella? Ja. Wie heißt doch Hella? Hella Mortadella? Ja. Aha. Wie heißen die anderen beiden nochmal? Udo Mortadella und Face Corners. Da ist mir dann jetzt originelleres eingefallen. Ja. Aber ist das wirklich ihre Karre? Nee. Sie hat eine organische Mahlzeit im Inventar. Ja, schleppt sie jetzt mit. Ja. Na, du wolltest heute noch mit. Go, 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 go! Los, pumpen, pumpen, pumpen! Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Hä? Das ist das Einkaufsmenü. Schön, das ist auch schnell fahrer. Ach ja, da war ja was. Ich wollte ja die Dusche putzen. Was brauchen wir denn für Makaroni mit Käse? Wahrscheinlich Makaroni und Käse. Ja, ach nee. Menge. 10. Ganz schön teuer. Egal. Makaroni. Makaroni. Ich werde mal mit den anderen Sachen kann ich sogar jetzt anfangen, oder? Weiß ich nicht. Je nachdem, was du machen willst, ne? Denke ich mal, weil. Naja. Makaroni finde ich nicht. Ich nehme mal Kopfsalat noch mit. Ich will erst ein bisschen was auf Lager haben. Machen wir auch 10 Stück. Apfel, Goldfisch. Lecker Goldfisch. Das schmeckt ja, bestimmt das sollte gut. Sollte eigentlich erstmal reichen. Dann kann ich wieder nach Hause kommen. Vergiss Hella Mortadella. Das kann ich dir. Klappe. Hella Mortadella ist zum Einkaufen gegangen, in den Supermarkt gegangen, so. Einen Nachmittag lang frisches Fleisch, aber auch zu stöhnen, ey. Frisches Fleisch zu quetschen und an frischem Obst und Gemüse zu schnuppern, ist in der Tat erinnerungswürdig. Was ist eigentlich das hier? Habe ich nie gesehen. Vergiss bloß nicht, wenn die nach Hause kommt, die Lebensmittel im Kühlschrank zu verstauen, ne? Weil die beiden sind im Inventar. Okay. Das hättest du jetzt bestimmt nämlich nicht gemacht. Guck, da ist das Inventar und da haben sie die drin. Da musst du die dann verschnauen im Kühlschrank. Ich kann doch immer rein. Nee, kann ich nicht. Ich will die ja nicht alle einzeln rüberziehen. Musste, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Hab's noch nicht ausprobiert anders. Soll irgendwie einfacher gehen. Boah, saure. Stell mal vor, du kostest auch 100 Stück von. Mhm.
Pflanzen? Ja. Kannst du noch Kohle anbauen? Cool, ja, was kann ich hier, glaube ich, gar nicht mehr. Hä? Kann ich hier bestimmt gar nicht. Weiß ich gar nicht. Anscheinend kann das auch gar nicht in den Kühlschrank. Lass das schon können zu viel was drin, anbauen. Oder wie? Dann baue ich mir, weiß ich nicht, ich baue es jetzt an. Und jetzt noch bist du mitgegangen. Bis was schon geht's dann? 4? Achso. Setzt du das in Dingens? Oder auch, weiß ich nicht. Ach, da kommt so ein Mensch. So, du hast hier komisch, das komische Auto im Inventar. Macht Sinn. Bist aber noch arbeiten bis 21 Uhr. Ja. Und du, Kollege, bist jetzt irgendwann mal fertig? Boah, sie rennt! Der Boden bebt! Bom, 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 ja, ne? Bom. Ja, du, dann rein. Viel Spaß. Und das hier stinkt. Wir stinken! Ja! Wir stinken! Training bis zur Ermüdung, das kannst du jetzt aber erstmal fertig machen. So, boah, sehr hungrig. Oh Mann, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Tja. Ja, dann mach halt mal. Das ist ganz schön anstrengend, Sims, ne? Ja, bei drei Leuten. Ja gut, bei zwei ist das mir schon zu anstrengend. Ich überlege, ob die überhaupt Kinder kriegen oder ob's... Okay, das wäre jetzt nur ein 18er-Spiel erlaubt, deswegen verharmlose ich das. Oder ich sorge dafür, dass dazu halt kein Kind mehr kommt. Ja. So, und du, euer Hygiene. Aber du trainierst jetzt trotzdem. Ob man sein Kind auch zur Adoption freigeben kann? Ob du eine Kugel im Kopf haben kannst? Keine Ahnung. Nein, ich frage ja mal, weil... ja, ich weiß es normalerweise nicht. Könntest du, glaube ich, auch welche adoptieren, aber erst mit einem Onkel on, glaube ich. Ob du dann da auch jemanden adoptieren kannst.